Freunde, jetzt geht's Richtung nach Hause. Messe ist zu Ende. Ich stehe gerade noch auf dem Parkplatz hier in Düsseldorf und ich versuche heute bis Magdeburg zu kommen, weiß aber nicht, ob ich das schaffe, weil es ist schon 12 Uhr, ehe man sich wieder von allen so ein bisschen verabschiedet hat. Also es war eine super schöne Zeit hier auf der Messe. Also wirklich tolle Tage, auch wenn sie anstrengend waren, aber echt schön und viele Leute kennengelernt, sehr, sehr nette Menschen kennengelernt. Und aber darüber berichte ich dann später. Jetzt fahre ich erstmal los. Bisschen mit schwerem Herzen. Ich wäre eigentlich ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen hier geblieben, weil es wirklich schön war. Aber irgendwann müssen wir alle mal nach Hause und müssen auch wieder den Alltag bewältigen. So ist das nun mal. Und deswegen geht es jetzt los. Michael ist natürlich schon wieder weg. Hintertür offen. Hallo. Wir wollen auschecken. Ja. Dann einmal Ihr Parkschein bitte. Oh. Haben Sie zu früh eingeschickt oder so? Wie zu früh? Ja, alles gut. Alles gut? Ja, alles gut. Hallöchen, ja, wir sind wieder zu Hause, beziehungsweise ich, Michael ist schon wieder weg, der muss nach Polen. Also ich bin dann tatsächlich durchgefahren, war schon anstrengend, 660 oder 70 Kilometer waren es, ist schon ordentlich, ne? Jetzt können wir uns ans Videoschneiden begeben. Ich habe jetzt noch zwei Videos fertig von Ostfriesland oben und dann kommen jetzt die Messevideos. Aber bevor ich die zeige und veröffentliche, möchte ich eigentlich erstmal so ein kleines Fazit machen, um ein paar Dinge auch zu erklären. Und ja, dann zeige ich euch mal unsere Modelle, die wir so aufgenommen haben. Wir haben uns damit jetzt auch Zeit gelassen, weil, also es hat ja jeder, also so viele haben eben Fahrzeuge und alles Mögliche vorgestellt. Man ist ja auch echt gesättigt und wir haben jetzt auch nicht so viele aufgenommen. Naja, es sind ein paar zusammengekommen, die uns einfach dann mal gefallen haben. Auch mal was ganz anderes. Und von daher, ja, sind doch dann so, ich glaube, 4 oder 5 Fahrzeuge sind zusammengekommen. Aber grundsätzlich, wir sind nicht zur Messe gefahren, um uns irgendwie ein neues Auto auszusuchen. Sondern einfach nur mal, weil wir Lust drauf hatten, mal zu gucken, was gibt es überhaupt Neuigkeiten oder nicht. Und ja, einfach mal so. Wir hatten Lust eben gehabt, zur Messe zu fahren und es war toll. Es war wirklich toll, weil wir halt auch ja andere YouTuber getroffen haben. Und ich konnte jetzt endlich mal Rita und Thomas kennenlernen persönlich. Viele Jahre waren wir schon so ein bisschen in Kontakt, immer per WhatsApp, per Facebook. Und das hat mich total gefreut. Wir hatten zwei super schöne Abende zusammen gehabt und hatten auch viel Spaß. Es war schön, war toll, dass wir die beiden kennenlernen durften und haben dadurch auch noch ein anderes Pärchen kennengelernt, mit dem wir uns sehr gut verstanden haben. Das war eine absolute Bereicherung gewesen. Also die ja, Rita und Thomas und das Pärchen auch kennenzulernen war toll. Und überhaupt andere YouTuber kennenzulernen war toll. Wir haben mit Ursi und Helle mal kurz sprechen können, das war schön. Und mit Womis Blog und mit den Kreuzfahrtcampern habe ich mich so gefreut, dass ich die mal kennenlernen konnte. Ja, Kai haben wir gesehen, das war natürlich schön. Wir hatten uns jetzt auch, naja, seit dem Winter nicht gesehen. Im Urlaub konnten wir uns ja nicht treffen in Norwegen, weil wir zu weit auseinander waren. Und da war es natürlich total super schön, ihn nach der Tour jetzt mal einen Arm zu nehmen und zu drücken. Und also da habe ich mich ganz dolle gefreut, dass wir den auch gesehen haben. Und durch ihn haben wir wieder
Olivers Reisen kennengelernt, den Kanal, und die liebe Nicole auch von Sam auf Tour, die ist auf Instagram. Und ja, und auch Olivers Reisen, super nette Leute. Und wir haben so viel gelacht und Spaß gehabt und war schön. Und ach, es hat einfach gut getan, auf Menschen zu treffen, mit denen man sich versteht, mit denen man sich gut austauschen kann. Das ist im Moment gar nicht mehr so einfach, weil oft, ja, gerade auch was politische Lage betrifft und eben auch die Weltlage betrifft, sehr viele Kontroversen bestehen und andere Meinungen sind und man da manchmal auch sogar aneinander gerät. Und das war in dem Fall überhaupt nicht so, sondern wir haben uns alle super gut verstanden. Und das war schön, das hat gut getan. Also es war schön. Und deswegen war für mich die absolute Bereicherung in dieser Messe, oder bei dieser Messe, auf unsere lieben, netten Menschen zu treffen, die wir kennenlernen durften und auch schon kannten. Das war toll. Ja, so, jetzt komme ich aber mal noch zu den paar Punkten, die ich sagen möchte, zu den Fahrzeugen auch und die wir auch gefilmt haben. Also wir sind ja, wie gesagt, nicht dahin gefahren, um uns ein neues Fahrzeug zu kaufen, sondern uns einfach Inspiration zu holen, mal zu schauen, was es so gibt. Und man muss einfach sagen, dass die Entwicklung der Fahrzeuge jetzt nicht so viel weitergegangen ist. Das ist auch ganz normal, weil es gibt einfach zu viele Lieferschwierigkeiten und um irgendwo immer was Neues jetzt im Moment zu entwickeln. Da hat sich nicht so viel getan. Es sind, glaube ich, nur Kleinigkeiten, die sich dann auch immer verändern. Und ich finde das auch völlig in Ordnung so, weil immer höher, schneller, weiter. Also ich meine, was soll alles noch kommen? Jedes Jahr gibt es irgendwo das neue Auto und wieder alles verbessert und noch besser als letztes Jahr. Und so, hallo Leute, irgendwann ist auch mal gut. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn es mal keine Entwicklung gibt. Was schlimm ist an der ganzen Sache ist, dass die Autos eben, obwohl nichts sich verändert hat, wirklich exorbitant teurer geworden sind. Das ist wirklich echt der Wahnsinn. Und wir sind so froh, dass wir unser Auto zu der Zeit gekauft haben, wo wir es gekauft haben, weil das ist jetzt schon eine andere Hausnummer, ne? Das muss man einfach so sagen. Ja, lasst euch einfach mal so ein bisschen inspirieren oder schaut mal einfach in die Autos rein, die auch nicht die Preisklasse von einem selber sind, aber einfach mal aus Neugierde mal reinschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst doch einfach ein Abo da und ein Like, wenn ihr möchtet. Kostet nichts. Ihr erfahrt dann auch immer, wenn ihr die Glocke drückt, wann neue Videos kommen von uns. Und ja, wir würden uns freuen. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bei uns geht es erst weiter jetzt in 3 Wochen. Ja, ich glaube, 3 Wochen sind es jetzt. Dann haben wir noch mal ein bisschen Urlaub. Es steht noch nicht ganz fest, wo wir hinfahren. Also bis dahin, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss! So, liebe Videofreunde, ich befinde mich jetzt in einem Affinity. Jawohl. Jawohl. Affinity One. Affinity One. Und Das Affinity ist ist ja ein bekannt dafür, für sein wunderschönes Raumkonzept. Vor allen Dingen ein anderes Raumkonzept als andere haben. Und ich habe hier mal reingeschaut und habe einfach mal gefragt, ob der liebe Peter mir das Auto mal zeigt. Und ich bedanke mich erstmal vorab recht herzlich Keine dafür. Sorge, danke sehr gerne. Wir haben schon 17 Uhr, der Tag war lang und ich freue mich, dass ich das jetzt mit dir filmen darf. Schön. Ja, Ja, freut mich auch. so erzähl erstmal was zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Ja, ich bin der Peter und der Peter Fischer Nothelfer. Wir kommen ganz aus dem Süden. Wir sind zwischen Stuttgart und dem Bodensee in schönem Rottweil und wir vertreiben mehrere Marken, unter anderem auch Affinity, wobei Affinity, muss man ganz ehrlich sagen, unsere Hauptmarke ist und Affinity musst du halt auch mit Leidenschaft verkaufen. Und so machen wir das und wir sind sehr glücklich, weil auch mit Affinity, das ist wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit und wir kriegen halt hier wirklich ein Hightech-Produkt mit einer sehr guten Qualität. Wunderbar. Und dann fangen wir mal an, dass wir uns mal das gute Stück hier anschauen. Wir befinden Genau. uns gerade hier vorne im Wohnbereich.
Ja, ist das richtig? Also, genau, wir sind jetzt im Affinity One. Dieses Auto haben wir jetzt seit 2,5 Jahren. Und die Besonderheit bei dem Auto ist, wir haben eigentlich immer 4 Fahrplätze und wir haben standardmäßig 2 Schlafplätze und können aber das Auto aufrüsten bis zu 4 Betten. Und kommen wir erst noch mal ganz kurz zurück auf die Basisfahrzeuge. Wir haben im Moment Basisfahrzeuge aus der Stellantis-Gruppe. Das heißt, wir haben den Fiat mit Automatik oder den Peugeot oder den Opel mit Schaltgetriebe. Aha, okay. Da kann der Kunde dann wählen. Und jetzt kommen wir wieder auf unser Bett zurück. Und das zeige ich euch jetzt mal schnell, wie das funktioniert. Das ist eine ganz einfache Sache. Ich mache hier schon mal die Lehne etwas zurück. So, dann machen wir hier die Klappe raus. So, das Teil brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann machen wir die zweite Klappe raus. So, und dann ist das untere Fußteil, das mit Magnettisch. So, zack, das war schon. Ich tue die Lehne etwas nach vorne. Und jetzt kommt noch das untere Bett raus. Doppelbett. Und jetzt haben wir ein Doppelbett hier, jawohl. Gucke an, siehst du hier, also? Wir haben da 1,92, 1,87. 1,87? Ja, aber warte mal, ich gehe mal hier rum, dass ich das hier nochmal... Ah ja, hier unten geht es noch ein Stückchen weiter. Ja, genau. Also die meisten schlafen mit den Füßen da rein oder wenn ich ein Kleinkind habe, kann ich hier auch ein Kleinkind hinlegen. Da machen wir hier ein Schutznetz, dass es nicht rausfallen kann. Mhm. Und oben fürs größere Kind gibt es auch hier ein Teil, wo man hier einsetzen kann, wo dann das Kind nicht rausfallen kann. Genau. Ja, genau, das ist wichtig. Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt auch schön weich. Ja, das ist jetzt die Vierbett-Variante. Wir bieten hier aufs Bett natürlich auch einen Topper an, dass hier das etwas ausgeglichen wird. Und was aber sehr viel genommen wird, ist die Dreibett-Variante. Weil dann kann ich ohne Probleme, und ich spare auch sehr viel Gewicht, kann ich das mit ganz leichten Handgriffen, kann ich das untere Bett rausholen, ohne dass ich das dabei habe. Es ist viel leichter und ich habe dann vorne unter der Küche, also unter dem Herd, habe ich dann eine doppelflügelige Türe. Mhm. Interessant. Und das ist dann auch 1,92. So, dann baue ich das wieder zurück. Das ja. Machen. Also ist auch wirklich nicht aufwendig. Nein, überhaupt nicht. Und es ist wirklich auch leicht. So, zack. Dann brauche ich es bloß, das hebt schon selber. Wenn ich die Stoßdämpfer sind sehr stark. Hält, guck mal, wunderbar, ja. Zack. Super. Also. Fertig. Und dann kommt dieses Sitzkissen rein, dass wenn man hier in der Mitte sitzt, dass man sich den Po nicht wehtut. Hier habe ich den Tisch zum Rausmachen, wenn ich dann Essen bin oder lesen, mache ich den Tisch hier raus, alles integriert. Dann kann ich die Klappe jetzt zumachen. So, und ich habe eine wunderschöne Dinette. Jawohl, genau. Das ist auch ein ganz super schönes Ambiente hier drin. Was ist das für ein Material? Ja, das sind, hier haben wir echtes Leder, Lederstoffkombination. Und das sind ganz normale Spannpressplatten, wo dann halt beschichtet sind. Ja, aber das ist eine schöne Beschichtung. Ja, wir haben dann quasi auch 2 verschiedene Hölzer, wo wir anbieten, auch der Fußboden in einer anderen Farbe. Das haben wir dann in einem anderen Auto gezeigt. Dieser Lüfter hier, wo eigentlich genau über den Herd ist, der nützt sehr viel, wenn du kochst. Du kannst entweder sagen, in Luft raus, oder du holst in der Nacht auch mal frische Luft rein. Ja, jetzt sind wir hier in der Küche, da darf ich mal ein bisschen rumspielen. Ja. Das wäre ja dann so mein Bereich. Das ist jetzt die L-Küche. Okay. Das ist ein kleiner Kleiderhaken, wo du quasi auch dein Putztuch aufhängen kannst. Und hier unten, das sieht man jetzt so gar nicht, obwohl das jetzt der Türschläfer ist, das geht bis daher, aber hier habe ich noch wirklich Stauraum, eine Pfanne oder einen Kochtopf habe ich hier Platz. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn ich den Dreischläfer nehme, ist ja dieses Bett weg. Ja. Und dann habe ich hier 2 Türen, wo ich hier öffnen kann und habe dann hier noch mehr Ablage wie jetzt in diesem Auto. Okay. Gell? Kühlschrank geht von beiden Seiten. Mhm. Einmal von hier oder wenn du im Bett liegst, kann man das von hier aufmachen. Wie viele Liter sind das? Das sind 90 Liter. 90? Ja, du kannst aber auch dieses Fach ausmachen. Ja, der ist kalt. Ich weiß gar nicht, das ist wieder automatisch. Okay. Da kommst du ab und zu mal an den Knopf hin. Haben wir jetzt ausgemacht.
So, und wenn wir dann hier in diesem Auto haben wir jetzt einen Wechselrichter noch eingebaut, eine leistungsstarke Batterie mit 200 Ampere. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Nespresso hinzustellen. Kann ich morgens meinen Kaffee rauslassen. Ich kann auf jeder Steckdose habe ich 230 Volt jetzt in diesem Auto. Aha, na, das ist ja cool. Ja, standardmäßig haben wir eine Gasheizung eingebaut mit Elektrostäbe. Elektrostäbe heißt, wenn du auf dem Campingplatz bist, wenn du auf dem Stellplatz bist oder daheim, kannst du auch mit Strom heizen. Da brauchst du nicht das Gas verschwenden. Oder du kannst aber auch eine Dieselheizung haben, aber auch mit E-Stäbe. Und dann heizt du mit der E-Stäbe. Mhm. So, hier oben haben wir unseren Platz für einen Smart TV. Da kann man dann quasi hier den rausnehmen in den Halter. Du kannst den drehen und du kannst von hinten vom Bett gucken oder so rumdrehen, kannst du vorne von der Vordersitze schauen. Das Kabel sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber das ist unser Stromkabel für den vorderen Fernseher. Aber normal, das ist jetzt nur hier für die Ausstellung. Ah, okay. Dann ist er hier sauber verstaut, machst die Klappe zu, fertig. So, und dann drehe ich mal mich hier so ein bisschen rum und zeige euch mal ein bisschen die Innenausstattung. Also es ist ringsherum mit Schränken. Das heißt, bedeutet sehr, sehr viel Stauraum. Kann man mal einfach aufmachen? Ich will nur mal wegen der Tiefe gucken. Durch die Verbreiterung ist es auch tiefer, okay, da kannst du ja auch mal einen Pulli reinlegen. Genau. Okay. Sehr gut. Und so sind die anderen, denke so ich, auch. So sind die oder? Anderen auch, ja. Genau gleich. Und hinten am Bett haben wir einen Handyhalter, und wo man das Handy hinmachen kann. Ich kriege gerade mal ins Bett, wo man dann hier reinmachen kann, das Handy. Und oben mit USB. Ja, USB und. Und wir haben jetzt auch jedes Fenster hat entweder das Fliegengitter oder die Verdunklung. Genau. Das habe ich also durch das ganze Auto, ob oben das Fenster hier zu verdunkeln oder hier überall entweder Verdunklung oder Fliegengitter. Ist alles standardmäßig. Auch vorne in der Front. Ah, okay. Am Stück ist alles schlecht. Und ja. Hier an der Seite ist alles Standard. Auch, ja. Ist alles dabei. Das ist alles, muss man jetzt wirklich betonen, im Seelenumfang enthalten. Gehen wir gerade mal zum Bett, wenn ich gerade hier vorbeigehen darf. Genau. Kurz. Ich gehe mal dahinter. Das Bett kann man jetzt verstellen. Das Kopfteil, ich kann es quasi auf die Stellung, ich kann es auch ein bisschen weiter hinter oder ganz hoch. Der Vorteil ist dann cool. Mit der Verstellung, du kannst jetzt hier schön lesen, genau. Du kannst in die Lesestellung gehen, aber auch wenn du jetzt aus dem Bad rauskommst, hast du einfach hier mehr Platz. Bisschen Platz, ja. Gell? Weil ja. Das 15 cm ja. Nach hinten geht. Und hier haben wir den Kleiderschrank drin. Schön, wunderbar. Und oben sind diese Fächer, die sind jetzt etwas kleiner, weil ja hier gleich die Seitenwand kommt, ist zwar auch Verbreiterung drin, aber du kannst da wirklich auch mal Kleinigkeiten reinstellen. Ja, gell? Braucht man oder ja auch. Unterhosen oder so oder Unterhemden und so weiter kann man hier rein genau. Tun. Hier haben wir eine Schublade, die benutzen wir eigentlich überwiegend als Besteckschublade. Hier haben wir nochmal einen Handtuchhalter, wo hier dabei ist. Ich mache den nur immer auf der Messe weg, dass man sich nicht dran stößt oder dran stößt, genau, oder Grätzerle reinmacht. Der Ventilator oben geht mit Fernbedienung, brauchst bloß auf den Knopf drücken, dann geht er an. Das ist cool. So, und jetzt muss ich gerade mal gucken, ob der Serkan den Schlüssel reingemacht hat. Nein. Ich kann jetzt das Bett von hinten oder von hier verstellen. Ich okay. Kann das Bett bis hier hochfahren. Aha. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich unten zwei Fahrräder, da muss ich die Klappe dann quasi hier zumachen, die zwei, diese Klappe nach oben. Ich kann ein Fahrrad machen. Dann mit Vorderrad und ein mit Hinterrad hier reinstellen, lasse das Bett oben und dann kann ich das auch mal drin lassen während der Fahrt oder wenn ich dann schlafe. So, jetzt kommen wir hier in den Badbereich rein. Da habe ich jetzt quasi. Ach, das ist auch wieder. Ich gehe mal rein. Ja. Also sehr hoch. Und hier ist auch nochmal ein Ventilator. Das ist auch ein elektrischer, ganz wichtig. Luft rein, Luft raus. Ja. Hinten haben wir einen schönen Spiegelschrank. Da kommt das Waschbecken runter. Genau. Das ist ja jetzt in vielen Autos so, das ist sehr platzsparend. Das ist natürlich praktisch mit dem Waschbecken. Ne? Ja.
Was halt wichtig ist, man kann es auch gut reinigen, hat genügend Platz hinten. Dann haben wir hier einen Spiegelschrank drin, wo dann auch nochmal eine Steckdose ist, wo du den Föhn oder den Rasierer einstecken kannst. Ja, auch nochmal. Und direkt vor dir ist ja die Toilette. Das ist jetzt mal die ganz normale Dometic-Toilette. Wir haben jetzt nur so Verhüterli drüber gemacht, weil ich setze mich gerne auf die Toilette, wenn ich mich dusche. Aber ich habe keine Lust, immer die Toilette abzutrocknen. Und deshalb brauchst du nachher hier nur. Ah, schön groß auch. Und dadurch, dass das groß in einem Guss sozusagen ist, lässt sich das natürlich. Es hat auch nichts irgendwo mit Kanten oder so und kann man alles super abwischen. Ja. Also genau, lässt sich gut. Also wie im Wischer daheim mit der Duschglas einfach so abziehen. Und dann ist es erledigt. Jetzt habe ich mal eine Frage. Kann man Trockentrenntoilette optional? Ja. Gibt es das schon? Ja, bis jetzt machen wir die Trenntoilette. Mach mal wieder zu. Gibt es mehr Möglichkeiten? Du kannst die Biotor einbauen. Das macht mein Freund und Kollege aus der Schweiz, der Roland Cuoni, Firma Womerol macht das. Und gestern habe ich jetzt einen verkauft, wo die Kelesna oder mir fällt der Name nicht genau ein, aber ich kann das Auto dann ohne Toilette bestellen. Ah, okay, und man macht selber. Dann kann ich es selber machen, dann ist sie weg, dann habe ich einen kleinen Minderpreis und dann sind auch hinten die Löcher, sage ich mal, wenn wir hinten mal an die Außendusche gehen, ist das alles schon zu und dann kann man in Ruhe diese Toilette nachträglich einbauen. Okay. Wir sind jetzt aber dabei, nachdem wirklich diese Trenntoilette immer mehr gefragt wird, sind wir dabei, habe ich mit Jacek besprochen und mit Norbert, dass wir das Abwerk anbieten. Wir werden aber halt eine raussuchen, weil es gibt ja 3, 4, 5 verschiedene Trenntoiletten. Man muss sich dann für eine entscheiden. Da muss ich dann entscheiden. Und ansonsten hat der Kunde immer die Möglichkeit, wir bestellen das Auto ohne Toilette und dann kann er nachher reinmachen, was er möchte. Aber das ist eine gute Idee, das mit anzubieten. Wir sind auch umgestiegen von Tedford auf Trockentrenntoilette und möchten es echt nicht mehr missen. Ja. Das ist eine große Erleichterung. Ne? Was habt ihr, wenn man fragen darf? Wir haben die Airhead bei uns. Wir haben bei uns ist das bautechnisch nicht anders, weil wir die Toilette reinmachen müssen. Mhm. Also die wird geschwenkt. Alles da. Ah, die ist schwenkbar. Okay. Ja, und da gab es halt nur diese eine Möglichkeit eigentlich mit dieser Toilette. Wir sind aber zufrieden. Also alles gut. Ja, aber es gibt ja wirklich gerade Biotoy und so, ne? Also ist ja mittlerweile bekannt. Ich darf nochmal hier zeigen, also zwei Flammenherd. Genau, mit PEZ-Zündung. Schönes großes Waschbecken, das ist schön groß. Ja. Ja, und hier hatte. Ach, das ist der Kleiderhaken, so war das ja gewesen. Genau, dafür ist hier denn die Schränke. Ja, alles klar. Also ich habe hier wirklich schön Platz, um Sachen unterzubringen. Ja, und hier, gut, ich habe jetzt hier die ganz große Batterie drin, das ist die 200er Batterie, die Lion-Drohne, die ist hier unten. Ah, die ist verstärkt, aber das war gut gemacht, Sogar die Arktik haben wir jetzt hier drin. Also die kann schon was. Und ist die Lithium schon mit dabei oder Lithium, die ist optional? Nein. Lithium mit 120 Standard und es kostet Aufpreis 150 und 200. Aber Lithium ist Standard. Ah, das ist gut. Ja, ja, also ich denke auch ohne Lithium ist eigentlich nicht mehr so up to date. Ja. Jeder will ja ein bisschen autark sein und ein bisschen mehr stehen. In dem Auto haben wir jetzt noch zwei Zusatzlautsprecher oben drin. Und ist wirklich. Und jetzt nochmal eine Frage, wie breit ist jetzt das Bett? Das Bett ist 1,29. Okay. Und wie wir schon vorher mal diskutiert haben, ich sage eigentlich immer, nimm den Dreischläfer. Weil wenn es mal, sagen wir mal, zu eng wird, oder zu eng eigentlich nicht, aber wenn es mal richtig heiß ist, gell, 40 Grad. Körper an Körper. Macht ja nicht so Spaß. Also bei 40 Grad, glaube ich, würde ich auch nicht mit dem Kastenwagen unterwegs sein. Ja. Aber das... aber ihr habt ja die Lüfter drin, das ist gut. Also wir wollen einen nachrüsten. Du das kannst, ist wirklich kannst gut. Nachrüsten. Du kannst aber auch eine Dachklimaanlage nachrüsten. Das ist gar kein Problem. Das ist auch wieder ein Vorteil bei Affinity, dass die Kabel schon liegen. Gell? Wenn ich jetzt, ich mache hinten das Dach raus, ziehe an der Seite das Kabel raus, mache die Dachklima drauf, erledigt. Okay. Also ich muss nicht das halbe Auto zerlegen. Ja, das ist gut. Das ist echt perfekt. Das also ich denke da wirklich mit, auch für die Solaranlage ist alles schon vorbereitet. Wenn jetzt einer sagt, nee, ich will jetzt nicht die Abwerk, ich will meine eigene drauf montieren, ich kenne die und die, dann liegen die Kabel nach oben. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja, also wie gesagt, also hier 1,30 kann man sagen, ungefähr Zentimeter geschenkt. Aber man hat nochmal die Option vorne, wenn man möchte. Und wenn jetzt einer die Enkel mitnimmt oder für die junge Familie mit zwei Kindern,
Habt ihr ja vorher gesehen, wie wir es aufgebaut haben. Geht schnell. Und das Tolle dabei ist, das Bett ist aufgebaut, die Kinder schlafen vielleicht noch und ich kann trotzdem, kann ich dann vorbeigehen, ich kann und rausgehen. Und noch ein bisschen draußen sitzen und... Genau, und wir haben jetzt auch bei dem Auto, haben wir das Softglas montiert. Wenn man das jetzt schließt, guck ganz leise, hörst den Motor und dann zieht es hinten die Tür an. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre auch nochmal eine Option bei uns. Das kannst du aber bei jedem Kastenwagen. Das ist schon laut, ne, wenn man dich zuknallt. Ja, das macht die Firma Aschtechnik, das ist der Herr Schleicher, die sind aus Freiburg, haben hier auch einen Stand, die bauen es bei jedem Auto ein. Wie heißen die? Asttechnik. Da ist außerdem noch ein Kleber drauf. Ich glaube, in Halle 13 ist der. Das muss man mal angucken. Das ist echt gut. Das glaubst du gar nicht. Wenn jetzt wirklich, du musst nur vorne die Türe herziehen. Ja, also das ist ja wirklich was. Top. Ja. Das war's. Ja. Einwandfrei. Ist perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt. Ja. Und hier sieht man auch nochmal die Titanen. Weil das ist wirklich laut, wenn man die Türen zuknallt. Ah, ja, du musst schon wirklich mit Karacho, sonst geht's nicht. Und also das ist eine ganz tolle Erfindung und er bietet es seit einem halben Jahr, glaube ich, auch für die Hecktüren sogar an. Aha, okay. Ja. Also. Und drüben jetzt beim MAN, das ist ja unser neuestes Baby beim MAN, werden wir auch das Softglas anbieten. Okay. Ah, das ist eine tolle Sache, ja. Das ist echt gut. So, dann gehen wir mal rüber. Ich mach mal aus. So, dann machen wir mal die Tür auf. Auch hier ein großer Vorteil, per Knopfdruck kann ich die Türen komplett öffnen. Das ist zum Beladen nochmal besser. Und was macht dieser Knopf, also dass es weiter dieser aufgeht? Knopf, dass die Tür komplett aufgeht. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Liegt dann sauber an und dann stört sie nicht bei Bälen entladen. Hier haben wir jetzt die Außentücher drin. Und jetzt, wenn jetzt einer von vornherein sagt, ich möchte eine Trenntoilette oder ich möchte andere Toilette einbauen, dann ist das Holz hier zu und dann ist das erledigt. Ah. Da habe ich hier Platz für mal für Duschsachen, für Reinigungssachen. Ja. Okay. Und sonst mache ich jetzt die Kassette rein, die Dometic. Zack, erledigt. Ich tue meinen Schlauch ein bisschen aufhängen. So, das war's schon. Wunderbar. So. Das ist der Vorhang, wo ich ab Werk mitbestimmen kann. Und zwar hat er große Vorteile im Winter, weil da hast du ja meistens hier den Kopf. Und dann ist er einfach die Isolierung nochmal besser. Wir bieten zusätzlich noch einen Vorhang an, wo du komplett hier zuziehst, dass wenn du den Kofferraum aufmachst, dass du nicht das ganze Auto siehst. Aber jetzt das hilft auch schon, ja. Schlüssel. Jetzt kommen wir zur Technik. Wir haben jetzt hier. Wir lassen aber den mal das Bett noch hoch. Wir haben jetzt hier den Stauraum für eine Gasflasche. Wir bieten aber auch eine befüllbare Gasflasche an. Das heißt, man kann dann mit LPG kann man dann tanken. Cool. An der Tankstelle. Also vorne machst du das Diesel rein, hinten machst du LPG rein, liegt auf dem Tisch. So, dann kommen wir mal hier rüber. Da kannst du mal reinfilmen. Hier ist jetzt die ganze Technik untergebracht. Hier ist der Wechselrichter, hier ist die Technik, guck, und hier ist jetzt zum Beispiel das Kabel für die Dachklimaanlage. Ah, ist schon vorbei. Einmal ein dreiadriges und dann noch der Stecker zur Verbindung zu der Troma. Ja, so. Und jetzt, wenn wir nachher mal den Schlüssel haben, dann lassen wir mal das Bett hoch, dass du das auch mal siehst. Gell? Guck, der Schlüssel steckt schon. So, dann machen wir das weg. So. Na, super. Okay. Hast also du hier nochmal? Ein Fahrrad, da brauchst du nicht den Lenker wegmachen, da brauchst du den Sattel nur runterdrehen. Kannst du reinstellen, ja. Einfach reinstellen. Eins vorwärts, eins rückwärts. Und du hast dann trotzdem noch Platz für zwei Stühle und Tisch. Ja, du kannst auch zum Beispiel noch Stühle oder Tische drauflegen und den nimmst du dann raus, wenn du irgendwo hältst, legst du unten drunter und dann. Ja. Hat also man auch nochmal Staumöglichkeiten. Genau, ne? Vom Basisfahrzeug. Wir haben immer die Sensoren sehr mäßig dabei. Wir haben diese Rückfahrkamera, ein großes Radio mit Navi drin, die Assistenzsysteme. Also wir haben also von Fiat oder von Peugeot oder Opel wirklich eine super Grundausstattung. Sehr schönes Auto. Ja. Sehr, sehr schönes Auto. Gefällt mir gut. Und auch mal wirklich so ein bisschen Platz für die Familie mit einem kleineren Auto.
Ne? Also ja, sagen wir mal so, nicht mit einem Teil integrierten, sondern eine Art Kastenwagen, und hast richtig für mindestens ein Kind oder zwei Kinder noch mit Platz. Ja, genau. Sehr gut. Sehr also gut, wenn man sagt, man geht also mit zwei Kindern, mit zwei größeren Kindern, dann ist es natürlich besser, wenn man auflastet das Auto. Weil wir fahren ja gut, das immer kann mir ja, ja. Also das ist ja immer das Thema, das Gewicht. Das ist immer das Thema. Aber da muss man offen und ehrlich mit umgehen. Ja, aber ich glaube, das weiß man auch, wenn man Familie ist mit zwei Kindern, dass das natürlich dann auch eine Rolle spielt oder ein Thema ist, genau, dass man auflasten muss. Ich glaube, das ist... Ja, unsere Kinder müssen halt dann den Führerschein machen, gell? Weil die haben nicht, wir dürfen fahren, aber die Junioren oder die Mädchen alle, wir müssen einen Führerschein machen. Die müssen einen Führerschein machen. Ja. Also, lieber Peter, nochmals vielen Dank, dass du uns das so ausführlich und so schön vorgestellt hast. Ich sag danke, hat viel Spaß ja, mit dir gemacht. Ja, danke schön. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ja, gell? Und viel Erfolg wünsche ich euch. Das können wir noch brauchen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.